Damit herzlich willkommen zu diesem Video auf Fake Genie. Ich bin sehr Lucky Star und gerade eben habt ihr mein neues Intro gesehen. Ich weiß, viele werden es vielleicht sagen, ja gut, das ist auch ein bisschen behindert, so, ne? Also es ist voll scheiße. Und ganz ehrlich, dazu fällt mir nur eine Sache ein, es ist mir scheißegal. Mir ist wichtig, dass es mir gefällt und warum etc. Dazu kommen wir jetzt noch im Video zu sprechen. Und zwar ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass das letzte Video vor 6 Monaten hochgeladen wurde. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte in der Zeit keinen Bock mehr, Minecraft aufzunehmen. Und habe auch allgemein relativ wenig verhältnismäßig zu davor Minecraft gezockt. Und ja, ich habe jetzt wieder Lust, Minecraft zu zocken, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich ich möchte Videos für euch machen. Ich habe jetzt Ferien, ich habe Zeit, Videos zu machen. Also ist jetzt nicht so, dass ich keine Videos machen gekonnt hätte davon, aber mit vernünftigen Runden dann noch das vernünftig bearbeiten etc. Da hätte ich davon nie vernünftige Runden hinbekommen auch. Und dementsprechend sahen auch die Videos aus. Und ich hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen verändert haben konnte. So, und dass die Videos auch für euch einigermaßen so ansprechend sind. Anspruchsvoll auch vom Design vielleicht. Und ja, das ist so ziemlich auch mein Ziel jetzt in den Videos. Ja, wie gesagt, heute kam jetzt erstmal das Intro dazu und auch ein bisschen Videoschnitt, wenn ich das hinbekommen habe. So, und ja, an sich wäre es das auch jetzt erstmal so von den Neuigkeiten. Und ich spiele halt eine Runde Skywars jetzt hier auf dem gemeinten Netzserver. Und Skywars ist ein relativ neuer Spielmodus, knapp einen Monat alt, würde ich schätzen. Und ja, man ist bei einer Insel, kriegt hier Waffen mit Standard-Equipment, so ist Equipment, das halt jeder bekommt. Man kann noch ein Kit wählen, ich habe das Kind Tank gewählt, damit ich halt hier so eine schicke Rüstung hatte, plus halt noch einen Eisenbrustpanzer mit Haltbarkeit. Und ja, ich glaube, den bekomme ich nicht. Ist mir scheißegal, ob du wirfst. So. Und jup. Jetzt muss ich mal kurz auf die Runde zu konzentrieren. Den droppe ich da runter. Bam. Den krieg ich. Komm. Ja. Easy. Erstmal easy raushauen. Okay. Der letzte ist da hinten, gammelt sich da hinab. Okay, da gehe ich dann auch mal hin. Also das mit dem Spinnenleben war schon ein schöner Move. Also dass ich da noch überlebt habe dadurch. Und die danach auch noch schön geklappt. So. Gott, ich glaube, mein Glück reicht nicht aus. Um den Fuß zu bekommen. Oh Gott, es wird knapp mit dem Glück. Das ist bitter. Das ist bitter für mich. Scheiße. Ja, okay. Und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Runde. So, und da sind wir auf einer Runde, auf einer Map, nämlich Labyrinth. Und nur um es nochmal kurz hier der Runde vorwegzunehmen, so Fails wie gerade eben, die passieren mir in letzter Zeit häufiger und sind auch zu verzeihen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mir den Arm gebrochen und spielend gebrochen im Arm. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie andere Spiele würden gebrochen haben, ob sie überhaupt spielen würden, aber es ist auf jeden Fall relativ hart und recht schwer, nicht so. Und ja, deswegen finde ich, ist das doch schon zu respektieren, dass ich da nicht hundertprozentig spielen kann. So.
Labyrinth, da sind alle Dinger verbunden, so alle, so alle Felder. Deswegen kommt man eigentlich relativ schnell in die Mitte. Nichts von beiden. Oh, was war das denn? Also so viel dazu, man kommt schnell in die Mitte. Kleiner Cut. Und nochmal auf Level. Goldapfel, yay. Ich habe diesmal kein Kit mehr auswählen können. Aber das sollte nicht zu schlimm sein. Brauche ich nicht. Das rein. So, eins. Und dann habe ich alle Sachen gekriegt. Oh nein. So, den Falschknopf drücke ich halt auch relativ gerne. Dank meines Abends. So, das. Jetzt haut mein Zweck doch schon mal relativ. Hier will ich überraschen kann. Sieht so aus. Und da ist er. So, zweitens, die Map ist eigentlich relativ gut, um den Parkies sich zu holen. So, wie viel Platz hatte ich jetzt? Zwei, ne? Okay. Oh nein! Oh Mann, abgestorben. Okay. Ja, gut, dann sehen wir uns jetzt noch in einer Runde. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder für diese Folge jetzt heute. Und dann sind wir nochmal kurz zum Schluss auf einer relativ großen Map. Nämlich meine, ich glaube, das ist eine 12x2er Map. Damit die nochmal schön lange geht, hier als letzte Map. Und ich bin im Team, glaube ich, mit Fluffy Fred. So, und ich nehme die letzte. Oh nö, bitte nimmt er sich da nicht raus. Okay. Gut. Restlichen Stuff kann er gerne haben. Hier unten ist eine Kiste, okay. Lol. Ich nehme eine zweite Kiste. Okay. Hier steigt nicht raus. Feiermap, eigentlich sollte es ja noch zwei Kisten geben, aber okay. Dann Holz brauche ich nicht. Dann mache ich hier für uns beiden ein Schwerter. So. Und ein Gierschwert für dich. Haben wir bald auch schicke Rüstung. Noch und dann kann ich nämlich auch mein Gierschwert verzaubern. So, und dann reicht das auch schon. Haben wir direkt mal Schärfe drauf. 8,25 Schaden. Das ist in diesem Spielmodus echt ein bisschen okay, weil in diesem Spielmodus machen Verzauberungen echt viel aus. Hat er Essen? Nein, er hat auch kein Essen. Scheiße. Okay, wir gehen den rüber. Ich hoffe mal, dass er mitkommt. Sonst sind wir noch ziemlich hart am Arsch. Ich habe auch gar keine Werkzeuge jetzt hier, um irgendwas vielleicht abbauen zu können, was ich falsch setze oder sowas. Die Eichen als Prägung auch versetzt. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht bemerkt. Selbst wenn ich bin nicht da. Sind sie Farmen? Nein, sind sie nicht. Hä? Er hat die Kiste abgebaut, oder? Lol, okay. Dann ist der Typ noch in der Base. Dann ist der Typ noch da oben irgendwo, glaube ich. Okay, dann ist er nämlich da oben. Wo ist er denn?
Mein Teampartner ist tot. Wie auch immer er jetzt gestorben ist, aber okay. Fluffy Fred wurde von gekillt. Wie dachte ich? Okay, da muss ich jetzt erstmal schauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier rüber gesprungen sind. Da unten steht er. Da unten steht er. Schlawiner. Und da laggt es und ich bin tot. Nice! Kleine Folge für heute. Ich hoffe, euch hat mein tolles Intro gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch jetzt mit den Katzen ein bisschen zufrieden. Weil jetzt habe ich wenigstens welche drin und ich werde auch demnächst besser reinbringen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich demnächst mal machen soll, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat gefallen, dass ich das nochmal Video gemacht habe. Und bis demnächst. Wie immer am Ende eines Videos, abonnieren, kommentieren und eine positive Bewertung lassen. Und ciao!